Hi und herzlich willkommen zu The Walking Dead Season 2. Es ist eine Weile her, als wir den ersten Teil gespielt haben. Zwischendrin kam eine Pause und einmal House of Ashes. Kann ich nur empfehlen, auch anzusehen. Ich dachte mir, es wird Zeit, unsere Geschichte mit Clementine weiterzuführen. Zu sehen, wo sie gelandet ist. Ob wir Omid und seine Frau wiederfinden könnten. Deren Name mir gerade entfallen ist. Gutes Intro, ich weiß. Ja, wir werden sehen, was uns dieses Spiel noch so bringen wird, wie die Reise weitergeht mit Clementine und hoffen, dass sie für uns gut enden wird. Ich denke, wir fangen direkt an mit dem Chapter, aber bevor ich jetzt auf Chapter 1 drücke. Ihr müsst wissen, es gibt keine deutsche Übersetzung dafür. Ich weiß nicht, ob es separat eine gibt, die man runterladen kann extra, aber ich habe dieses Spiel gekauft bei Steam und da ist keine deutsche Übersetzung. Also alles auf Englisch, auch die Untertitel sind auf Englisch. Ich werde sehen, ob ich hier und da was übersetze. Oder ob ich zwischendrin irgendwann mal einen Übersetzer finde und den dann installieren kann damit dazu. Falls es das gibt, ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber ich denke mal, wir alle kriegen das so hin. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen einfach an mit unserer Reise mit Clementine. Ob wir wohl eine Rückblende bekommen? Damit wir wissen, was als letztes passiert ist, auch wenn es noch nicht so lange her ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir sind in einem Wald. Alleine. Episode 1. Alles ist bleibt. What do you think? Omid, you can't be serious. Ja, wir sind bei Omid und Krista. Mir ist der Name auch irgendwie wieder eingefallen. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Krista schwanger. Jetzt haben wir die hundertprozentige Bestätigung. Ich meine, wir wussten es schon, aber sie ist schwanger. Yay. Omid the second. No. Omid Junior. No. Was ist denn, wenn es Mädchen wird? Man kann es nicht Omid nennen, wenn es eine Frau wird. Naja, vielleicht ja doch. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. Ich würde mein Kind auch nicht nach mir selbst nennen wollen. Das wäre irgendwie komisch. Wenn mein Name ist mein Name. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful. Ja, es ist ein bisschen lange her. Ich glaube auch nicht, dass noch irgendwie Wasser läuft. Okay. Das wäre der Traum, aber ein Traum bleibt ein Traum. Dass er uns da alleine reinschickt, sollten wir nicht immer eine Begleitung haben, überall? Ich meine, erst recht als Kind. Aber ich bin übrigens so froh, dass jetzt, wo wir endlich Zeit haben zum Reden, ich weiß, ich habe eben dazwischen geredet, bla, tut mir leid, aber jetzt, wo wir endlich richtig Zeit haben zu reden, ich bin so froh, dass Clementine es geschafft hat, Krista und Omid wiederzufinden. Ich meine, wir haben am Ende nur gesehen, wie sie beim Feld saß und in der Ferne jemanden laufen hat sehen. Wir wussten natürlich nicht, ob es hundertprozentig Omid und Krista sind, aber sie waren's. Auch wenn Lee gesagt hat, wir sollen uns alle beim Zug treffen, aber naja, das war dann nicht beim Zug, bei irgendeinem Feld. Trotzdem, wir haben uns wieder getroffen und Krista ist schwanger. Was sehr viele Probleme mit sich bringt. Denn schwanger in der Apokalypse, das kann was werden. Ich hoffe, das wird nicht allzu groß als Problem. Wir schauen uns erstmal hier um. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Waschbecken funktionieren wird. Wir sollten erstmal alle Toiletten überprüfen, ob da jemand ist. Oh, lecker. Ich meine, ist nur ein bisschen kaputt. Kann man ein bisschen sich rüberbeugen, so ein Squat machen. Dann kann man die Toilette auch benutzen. What's that? Oh, ein Teddy? Oh. Er ist aber voller Blut, der Teddy. Ich hoffe, das Blut war von dem Zombie und nicht von dem Kind. Hey, eine saubere. Dann wird's wohl die werden. Oh, wir müssen nicht auf Toilette? Okay, wir müssen nicht auf Toilette. Guess it's safe to get cleaned up. Ja. Okay, dann einmal. Geht das Wasser?
So schlimm ist es auch nicht. Nur ein bisschen Dreck im Gesicht. Ein bisschen Tuch, ein bisschen Speichel. Muss kein Wasser verschwenden. Oder wir holen die Wasserflasche da raus. Aber erstmal geht das Wasser. Probieren wir es gar nicht erst? Oh, probieren wir es? Ja, es geht nicht. Das war irgendwie klar. Gut, dann nehmen wir die Wasserflasche. Auch Verschwendung. Wir hätten einfach Speichel nehmen können. Naja, Hauptsache, sie benutzt nicht zu viel. Ja, schön. Oh nein, das Wasser! Hebe schnell auf, bevor alles ausläuft. Wir haben nicht so viele Ressourcen in der Apokalypse. Aber nimm deine Waffe mit. Oh, ich habe vergessen, mich umzudrehen. Die musst du immer bei dir behalten, Clem. Die Waffe. Oh, wir können sie nicht mitnehmen. Wieso können wir die Waffe nicht mitnehmen? Wir können doch nicht in irgendwo reingehen und eine Waffe, auch wenn wir alles gecheckt haben. Immer bei dir behalten. Immer eine Waffe. Und auch niemals eine Wasserflasche runterwerfen. Wasser ist wertvoll. Ist das Krista, Omid? Oh Gott, es ist jemand Fremdes. Oh Gott. Bitte überprüf die Toiletten nicht. Komm schon, niemand ist hier. Das ist nur unser Rucksack. Und unsere Waffe. Komm schon, verschwinde einfach mit dem Rucksack. Sie guckt gerade in die Kabine, oder? Sie wird in unsere Kabine gucken. Sie hat uns gesehen. Get out of there. Ja, ich sehe dich auch. You're not fooling me. Das ist meine Waffe. Oh Mann. Warum muss es so jemand sein? Damit hänge ich einfach raus da. Es bringt nichts mit so jemandem zu diskutieren. Alles wird gut. Wir können doch teilen, was ich habe. Ich hab nicht. Ich hab nur meinen Hut. Und meine Jacke. Ich hab nicht. Was ist denn mit ihr? Ich hab nichts. Nein! Wieso willst du meinen Hut haben? Lass mir doch den... Warum brauchst du den Hut? Was ist denn mit ihr? Ey, dieses Mädchen regt mich auf. Omid, erschieß sie. Schieß sie. Jetzt. Erschieß sie. Ja, dann lass die kleinen Fische in Ruhe. Was ist das denn für eine Mobberin? Nein, die Tür. Nein. Sind diese 20 Minuten im Spiel drin? Das ist nicht wahr. Oh mein Gott, Omid. Nein. Ey, was ist dein Problem? Oh mein Gott. Krista. Das hat sie sowas von verdient. Wieso verlieren wir sofort Omid? Wir sind nicht mal 20 Minuten im Spiel. Oh mein Gott. Hätte sie ihm nicht ins Bein schießen können, wenigstens. Oder in den Arm. Er
jetzt nicht irgendwo anders treffen können, außer mitten in die Brust? The Walking Dead. Season 2. Die fing ja super an. Wir haben sofort einen Charakter verloren. Sofort, was ist das? 16 Monate später. Wir leben noch. Ist das Baby jetzt da? Krista, talk to me. Unangenehm. Christa, wir haben nur uns beide. Ich meine, es regnet. Wieso sollte es funktionieren? It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, was können wir sonst machen? What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise. Ich habe so das Gefühl, sie gibt uns die Schuld daran, dass Omi tot ist. Wir brauchen eine Gruppe. We need to find ja, wir brauchen eine Gruppe. Zu zweit überleben wir das nicht. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Not anymore. Ich meine, das Mädchen war verrückt und fies, aber es gibt trotzdem noch gute Leute. You think this is lieber ein guter. Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about Cole. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. Warum können wir nicht einfach in die Stadt gehen und uns Klamotten holen? Ich glaube nicht, dass Klamotten weg sind, so wie alle Nahrungsmittel. Wird es sicher sein in Wellington? Is it safe there? Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. Also gegen die Kälte kann man eindeutig was machen in der Apokalypse. Ich glaube nicht, dass die meisten Kleidungsstücke gestohlen wurden. Ich meine, warme vermutlich ja, aber es gibt immer genug. Ich vermisse Lee. Ach, ich vermisse auch Lee. Wir alle vermissen Lee. I'm sure you do. Ja, und du vermisst bestimmt Omid. Omid vermissen wir auch. Wir können dir doch helfen. Es bringt doch nichts, mehr Holz zu holen, wenn es sowieso die ganze Zeit regnet. Können wir uns nicht Unterschlupf suchen? Außerdem sieht dieser Hase richtig eklig aus. Na komm, Clementine. Kümmern wir uns um das Feuer, was sowieso nichts wird. Ich bin froh, dass wir die ganze Zeit denselben Rucksack behalten. Oh, das ist das Bild von Lee. Mann, wieso ist Lee nicht mehr hier? Oh, Lee. Oh mein Gott, ein Bild von Kenny. Die Zeichnung, die sie gemacht hat. Von der ganzen Familie. Mann, warum sind alle weg? Ich will nicht alleine mit Christa sein. Da ist nichts weiter, was wir angucken können, oder? Nur das Feuerzeug. Mit einem kleinen Schmetterling oben drauf. Dann gehen wir mal zum Feuer. Aber erstmal gucken wir uns um. Ist hier irgendwas, was wir aufsammeln können? Angucken können. Können wir Christa hinterherlaufen? Ich denke nicht, aber hey, da liegt was. Außerdem, ganz kurz, bevor ich jetzt einfach, bevor ich das vergesse. Christas Baby ist nicht da. Und sie ist nicht schwanger. Ich meine, es war 16 Monate später, das macht Sinn, dass sie nicht mehr schwanger ist. Aber was ist mit dem Baby passiert? Ich frage mich, ob sie das verloren hat nach dem, was im Badezimmer passiert ist. Ich meine, das war ja ein großer Schock. Und das kann ja Schlimmes auslösen. Ich hoffe, ich meine, das klingt grausam, wenn ich sage, ich hoffe, sowas ist passiert, aber ich hoffe, dass es eher passiert, als dass das Baby geboren wurde und gefressen wurde. Ich hoffe,
Das war wenigstens einigermaßen sanft, der Tod. Oh, es ist grauenvoll. Nichts davon klingt gut. Ich hoffe, es war einfach irgendwie akzeptabel. Na, nicht mal akzeptabel, aber irgendwie erträglich.